überlege ja gerade, eine Rage-Sendung zu machen mit Matt Matz, aber... Oh, ein Internetmensch, der sich aufregt über Spiele. Eben, das ist das. Nee, nicht über Spiele, über Robin. Das wäre neu. Das wäre toll. Da würde ich auch gucken. Aber die besten Formate sind meistens die, wo der Name zuerst kam, deswegen würde ich schon machen eigentlich. Was? Der Name, Matt Matz, die Idee kam noch vor der Formatidee, oder? Also das Format gibt es dann, weil der Name cool ist. Ja, ja, das war ja mein Rappername früher. Ja. Aber da ist leider nie Rap so entstanden, aber das war mein Rappername. Schon beim Label eingetragen. Versehentlich immer Metal gemacht, kam nicht gut an beim Label. Versehentlich Gangster-Rap. Mann, jetzt. Ich glaube, du solltest nicht die Schrotflinte nehmen. Ich habe keine andere Waffe am Start. Außer dieses Maschinengewehr. Kaum Munition. Kannst du nicht deren Waffen nehmen? Habe ich jetzt ja, das ist ja die Waffe, von dem ich gerade aufgenommen habe. Ich habe am Anfang nur die Schrotflinte. So, aber kommt immer von hinten noch einer hier. Ja, die, irgendwo steht er dann im Dunkeln, links oder rechts. Ich brauche immer kurz die Muni nehmen. So, nachladen. Hinter mir, wer ist hinter mir? Wer ist hinter mir? Wie ich nicht sehe, es ist so düster. Und dieser, guck mal bitte kurz den Himmel an. Oh, Bungie eat your heart endet da auch an der einen Stelle. Ja. Schön. Silent Hill. Ey, spawnt der echt hinter mir? Nee. Ja, der war aber einfach nicht. Nur an einem vorbeigelaufen. Vielleicht hast du den anderen nicht erschossen. Warte, mach ich jetzt eben schnell tot? Oder vielleicht war der da rechts. Ah, so schön schnell tot gekriegt. Oh, shit. Wisst ihr? Er spawnt. Sicher? Ja. Absolut 100%ig sicher. Das ist schon ein gutes Spiel dann. Okay, so. Vielleicht ist er, hat er irgendwo versteckt. One Headshot. Hab ich doch gut gerettet, die Situation. Ja, das stimmt. Wie ein echter Agent. Ja, das sind wie das Justice Cole machen würde. Cole Justice. Justin Cole. Justin Cole. Sehr viel weniger cooler Name. Der ja, Justin Cole. So schnell kann's gehen. Der Unterschied zwischen Geheimagent und Boyband ist oft warum, mal nur ein... Warum möchte dieses Licht gründen? Aber es geht nicht auf. Das ist ja der größte Blödsinn. Tintin, Rintintin. Boah, dieses Licht. Madpack? Madpack. Fuck. Nope. Warum ist dieser Raum hier? Da ich habe irgendwas Gefühl, vielleicht kommt Raiden irgendwo um die Ecke. Ja, ist ein bisschen ein Tanker. Hm? Das ist bestimmt auch Assets benutzt. Ja. Einfach geklaut. Wo müssen wir hin? Den finden und töten Sie den Boss der Organisation, finden und retten Sie Ihre Koordinatorin. Ich habe gerade finden und retten Sie Ihre Koordinaten gelesen. Das wäre ein anderes Spiel gewesen. Welches wäre das gewesen? Schiffe versinken. Zum Beispiel. Retten Sie Ihre Koordinaten? Das stimmt ja gar nicht. A3. Gerettet. Glückwunsch. Sie haben das Schiff getötet, dass diese Koordinaten festgehalten hat. Das Schiff getötet. Oh no! Oh Alter, ja, hey. Das ist echt das Dreckigste. Ich bin gespannt, wo der Checkpoint war. Was? Oh, das ist doch so arschig. Ich glaub nicht, das sind aber halbwegs kompetente Wachen, die kriegen dich bisher immer kaputt. Ich glaube nicht, dass das überhaupt schon ein Checkpoint war. Nee, war bisher noch keiner. Ich glaube, du musst das da rein. Ich weiß, ich will nur ablaufen, ob hier irgendwo ein Madpack ist. Kannst du noch einen nach oben gehen? Guck mal, ob da was ist. Gehen, ja. Nee, oben. Oben, ist stimmt. Vielleicht geht's da rein. Da muss ich doch bestimmt lang. Voller Madpacks, glaube ich nicht. Ein Raum voller Madpacks. Oh, doch. Da steht er. Oh! Boah, da ist eine Zwischensequenz, du Affe! Das weiß er doch nicht. Fliegen? Guck da mal rein. Kommt da jetzt einer durch die Tür? Holy Dead Space Situation, ja. Wirklich. Unfassbar. Oh Mann. Oh, ist der Boss hier auch noch? Ich glaub nicht, dass der hält bestimmt voll viel aus. Das wäre sehr. Mehr aushalten würde. Nee. Yes! Kitzen! Wie er sich Bad Guy hingesetzt hat. Schüttelkarte. Wie in Half-Life. War das jetzt schon der Boss-Boss? Ja. Nee. Ja, das war der Boss-Boss. Doch, das war der Hauptboss. Das war Damien Powers. Das war doch voller aber Trend. Es stellt sich ja gleich raus, dass All Conspiracy und sowieso überhaupt nicht. Müssen wir ja, noch mal. Wir müssen auch den Nathan Simmons töten, bin ich mir auch sicher. Sind wir eigentlich gerade. Ja. Jetzt musst du die Koordinatorin finden. Also, wir sind auf einem Schiff. Ja, Tanker. Boah, wo blitzt denn die ganze Zeit gewesen? Wie gibt's den krassen Plot, du ignorierst den. Schrei doch Tom nicht so an. Ja, das ist aber scheiße. Die geben sich Mühe, da eine Geschichte zu erzählen. Und Tom ignoriert das. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich nicht.
Ich als jemand, der... Du musst eine Schlüsselkarte benutzen. Erstmal habe ich ein Medpack finden. Wie immer. Ja, es soll eigentlich eine Mission die ganze Zeit sein. Wie so kleine Leitern an diesen Betten dran sind. Die sind sehr kleine Wachen. Kleine Leute. Kinderwachen. Oh Gott, Kindersoldaten? Das jetzt noch mal eben so ein Fass aufmachen. Was ist das Conspiracy? Lag da nicht was in der Ecke? Ja. Ja, das Tempo. Ach nee, jetzt nur so komisch beleuchtet. Doch. Was? Das Leben wurde aufgefüllt, da lag ein. Krass, boah, ihr seid so die Götter, Medpack-Götter. So, so jetzt hier. Alter, ey, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Weißt du, die kommen jetzt von hinten auch wieder. Das wäre sehr lustig. Nee, weiß nicht. Kohle! Kolle. Kolle, Alter. Was ist das denn? Er hat auf die andere. Nein, 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 nein! Oh, krass, nicht! Nein! Letzter Schuss, Alter. Da ist noch einer. Wahrscheinlich. Oh, ich hab Granaten. Ich weiß nicht, wie ich die werfen kann. Dreieck. Wenn ich wieder reinwerfe, cool, natürlich schon auch Karpfen. Ja, ja, Klo. Who cares? Kolle. Ja, nee, dann muss ich wieder nochmal machen. Hör doch zu dem Bösen. Ist sie das? Nee, ach. Ja, doch. Ja, ist sie übrigens wirklich. Der schießt doch auf sie. Wie sie erfolglos. Wie haben sie geschossen hat. Alter. Der hat rotes Haar. This way. Jetzt gehen wir this way. Dance with me! I'm walking, yes, wie sie oh läuft. I'm a woman! Oh Gott, ein Gegner und du bist weg. Jetzt ist sie weg. Jetzt hast du nichts gesehen, wie sie ist. Carla! Carla! Oh, ich höre Schuss, schieße. Was, sie schieße? Ich höre Schüsse. Ist sie jetzt nach oben, oder? Ja, du sollst dich zur Rakete bewegen. Ach, schützen ihre Kopf. Sie ist gestorben. Ist so laut. Na! Von ich hab dir gesagt, Mann. So viel lauter als du bist. Das Conspiracy! Gerade wurde es beeindruckend. Ja. Ihr habt es in letzter Zeit mit dem Schreien. Ich weiß auch gar nicht, warum Robin jetzt so schockiert ist. Das ist keiner, was. Das ist genau das, was dieses gesamte Spiel bis dahin aufgemacht hat. Ich hab Missionsziele zwischendurch erledigt. Ich hab fucking Damien Powers erschossen. Da muss man doch einen Checkpoint danach machen. Das war Damien fucking Powers. It's conspiracy. It's a secret to everyone. So, jetzt spiel's nochmal. Schreit ernsthaft? Ne? Ja, sicher, du musst das jetzt zwischendurch. Wir sind im letzten Level. Boah, ihr seid solche Fotzen. Ich hasse euch. Entschuldigung, ich hasse das Spiel, ich projiziere ja. Nur. Game, okay, not the und die Entwickler. Das ist I do hate the game. Yes. Aha. Das kann man nicht. Wer? Das war bestimmt der schlafende Spaß, der für die Checkpoints verantwortlich. Oh Mann. Leider geschlafen. Das ist, haben sie gesagt, ja, wir müssen die Schwierigkeit erhöhen. Oh, ey, ohne Witz habe ich jetzt wirklich nicht mal einfach dran gedacht, dass das passieren kann. Ich habe kurz überlegt und dachte, ja, das ist zu unwahrscheinlich. Aber das ist schon dass sie dann gestorben ist, nachdem sie schon wirklich 5 Minuten lang angeschossen wurde. Ja, wahrscheinlich hat sie da ihre lange Energieleiste verloren. Das kann sein, ne? Warum denn so lange gewartet? Ja, aber gab es das Missionsziel noch gar nicht. Ich schätze, das war eher einfach, dass die da noch keine Energie hatte. Ich war die bestimmt schon vorher gestorben. Ja, kann auch sein. Da kannst du auch eine Granate in den Raum werfen. Könnte ich eigentlich versuchen. Ja. Ist das wert? Oh Mann, das war nicht einfach. Das war so viel Glück, dass ich bis heute gekommen bin überhaupt. Warte mal nach. So, jetzt kommt einer von hinten. Pass auf. Warum muss ich jetzt in den Raum reingehen? Ich glaube, du musst erst reingehen. Boah. Ja, danach updatet sich nämlich was. Altes Bitch-Spiel, ey. Aber keine Checkpoints machen, ne? So, jetzt. Und schnell töten. Zack. Da kommt er. Das ist wirklich das Schlechteste. So lange. Ja. Das ist wirklich so ein. Das passiert halt, wenn man Cool Justice heißt. Als Geheimagent. Muss man auch mal sagen. Wie immer um die Ecke stehen bleiben.
Den kill ich noch. Vielleicht gab es keinen Checkpoint, weil ich den Typen nicht gekillt habe. Ich glaube, die sind eher ortsbasiert. Scheiße. Oxygen, ne? Was denn? Was haben die noch so entwickelt? Secret Stealth Force The War on Terror. Ach, das ist doch... Glaube ich. Keine Ahnung, habe ich ja vorher gesagt. Das sieht sehr ähnlich aus. Ohne jetzt gar nicht. Zu viel verraten das zu ist von Midas, aber es ist derselbe Schrifttyp, nee. Midas, genau, Midas war's. Die haben auch dieses Sniper-Spiel gemacht und das World War II-Spiel gemacht. Das eine World War II-Spiel? Ja, das wir da gespielt haben. Das soll, das was? Ist wir haben gespielt? Soldier World War II ist es doch, oder so. Soldier? Ja. Das haben wir mit Leo gespielt, glaube ich. Echt? Ja. Das tut weh. Krass. Das tut weh. Entschuldigung. Nur so wie ich mit Leo ja Skyscraper gespielt habe. Das war auch von dem. Oh, stimmt. Skyscraper, Alter. Das war auch ziemlich schlecht. Die rennt bestimmt hier nach unten, ey. Die rennt bestimmt bis hier nach unten. Und da geht einfach die dann, ihr hinterherlaufen. Ja, und da geht die Tür macht die dann auf. Und da stehen sechs Leute. Die sofort den Kopf schießen. Die schießen mit einer Schrotflinte den Kopf weg. Jetzt haben die echt noch so eine Escort-Mission hier reingemacht. Ich ja, nicht. Natürlich gibt es eine Escort-Mission in diesem scheiß Videospiel. Danach kommst du noch kurz irgendwie unter Wasser, weil du bist ja auf dem Schiff. Also schon Wasser haben wir noch gar nicht gesehen. Nee, eine Wassersektion gibt es nicht, das wäre so viel Aufwand. Einfach, sie machen einen einfach, Bildschirm du läufst blau. Einfach unter Wasser und bis 50% langsamer. Vielleicht explodiert, yes. Vielleicht explodiert das Schiff noch und du musst rechtzeitig weglaufen. Das auch als ob. Wobei wir hatten eine Zeitmission, ja, eben. Wo auch mal was explodiert. Und dann heißt es, ja, das ganze Schiff explodiert und du hast genau 3 Sekunden, um rauszukommen und musst dann diese 12 Minuten. Wir hatten noch, war das nicht so, dass wir rausgekommen sind, wo das explodieren sollte? Und wir waren. Wir waren in dem Auto draußen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann, was hat er denn jetzt? Ach, weil du gerade crouchst, dann sehen sie dich nicht. Oh! Ach komm! Wie groß ist eigentlich in echtes Magazin von so einem Gewehr? Was haben die denn? Doch bestimmt nicht 20 Schuss, oder? Nee, eher sowas wie 16 oder sowas? Ich weiß gerade nicht. Ich was ist denn das? Ist das das M16? Nein, sonst keine 16 Schuss. Doch, heißt auch so. Ja, Magazin 16. AK-47, deswegen heißt es halt 47 Schuss, ja. Oh, das. Keine Ahnung, ich habe Waffenkunde nie aufgepasst bei unserer Schule. Also ich bin ein Fach gewesen. Ja. Müssen wir Tobi fragen, der hat das bestimmt auch früher gehabt. Der alte Sozi. Damit ihr euch gegen die Alliierten wehren könnt. Genau das hatte ich gerade. Ich wollte es jetzt nicht so ausformulieren, aber ja. Hier war irgendwo noch ein Healthpack. Nee, ein weiter. Rechts, ja. Okay, nur, ich will es mir nur merken. Nee, du hast keine Zeit. Wenn sie wegläuft, ja, musst du ihr sofort hinterher. Wenn, dann nimmst du jetzt. Nee, aber ich muss ja erstmal beide kriegen. Ja, stimmt. Da, ja. Das war nicht da? Was da noch da? Schmeiß doch scheiß Granate rein. Nee, ich will es nicht nochmal machen. Na, guck mal, bist du verhältnismäßig schnell hier hingekommen. Ja, das stimmt. Der schießt auf die andere gerade. Ja, ich würde jetzt mal. Das ist ja beeindruckend. So, ach, das wird nix. Nein, ist der andere. Ah! Ja, lauf ihr hinterher. Hey, okay. Oh Gott, wie sie läuft, das ist ja der Wahnsinn. Die Animation ist echt hammerbeleidigend. Das sind Frauen, die können nicht richtig laufen. Stimmt, die sind nicht so sportlich wie wir Männer. Halt die Fresse! Willst du mich verarschen? Hab gerade den fucking Controller weggeworfen, das hab ich hier noch nie gemacht. Willst du mich fuck? Ein fucking Ende. Schuss. Fuck this aus. Ein Schuss. Oh. Robin, ernsthaft besiegt dich Conspiracy? Ich weiß nicht, wie meine Controller noch ganz ist, ey. Ernsthaft? Guck mal, wie ich den geworfen hab. Ich hab den so hart auf den Boden geworfen, dass er wieder auf den Tisch geflogen ist. Gesprungen ist und sich positioniert hat. Aber perfekt, ey. Das ist ja großartig. Wow. Kann das vielleicht daran liegen, dass sie tatsächlich doch schon beschossen wird und wenn sie beschossen entweder wird, dass sie das einfach keine Herdplatte hat? Du sollst einfach vor ihr laufen. Ja, du weißt doch gar nicht, wie lange. Ja, sicher. Robin, das war jetzt... Wird doch nichts mehr mit dem ursprünglichen Spiel, Tom. Du kannst die Scheiße gar nicht spielen. Nee, du wolltest. Ich hab mich... hat nie jemand gefragt, ob ich Weapons... Warum mach... Ey, ich komm darüber nicht hinweg, Mann! Wer ist denn so behindert? Jetzt gefällt's mir langsam, dieses Spiel. Wie kann man denn so ein völlig durchgekiffter Vollspaß sein? Fuck, das, ey! Das darfst du sagen, aber nicht... Ich werd grad ehrlich wütend über die Scheiße! Du hast dich so gefreut, dass wir das spielen, ja?
Alter! Wie er sie noch nicht mal richtig getroffen hat, wahrscheinlich. Nee, ist so Streifschuss, die Klamotten irgendwie getroffen. Also ich würde tatsächlich das nächste Mal mich einfach sehr beeilen, wenn du da reingehst. Ja, schon vorgehen. Wenn nicht nur vorgehen, sondern tatsächlich auch der sie beschießt, ja, direkt ausschalten. Weil vielleicht hat sie ja echt eine Lebensanzeige. Schon da eine Health Bar, und wenn das nicht klappt, dann wenn sie dann wieder drauf geht. Also ich würde sagen, ein Versuch. Dann kann ich auch ist, damit leben. Ist es wirklich nicht in Worte zu fassen. Doch, das ist halt es. So ein dumme reines, Dreckskacke. Da habe ich es geschafft. Reines Trial-and-Error-Ding hier. Naja, wobei, das ist ja wirklich einfach nur noch asoziale Scheiße. Ja doch, du musst es einmal machen, merkst, okay, klappt ja nicht, musst es nochmal machen, merkst, okay. Ja, ja. Die Positionierung der Charaktere. Du kommst immer ein Stückchen weiter. Die Sache ist halt, das steuert sich so weird, dass man auch mal Glück haben muss, dass man die halt trifft, weißt du? Ja. Ja, das ist halt ein Spiel, wo sowohl Game Design als auch... Der Typ hinter der kommt? Als auch Gameplay. Ja, den hat er schon, ja. Achso, gar nicht mehr. Boah, hat mich ein Kopfschmerzen. Wobei ich halt schaue, dass es grafisch ganz okay ist. Naja, man sieht die Hälfte nicht. Ja. Okay. Nee, ich meine so von der Ausleuchtung. Das ist überhaupt irgendwie alle wieder neu spawnen, wenn ich hier rette, ne? Das ist echt... Das ist was. Hier irgendwo war ein Healthpack. Oder eins weiter unten? No. Ich glaube, eins weiter unten war noch ein Healthpack. Das habe ich gerade gefunden. Weil oben war auch noch eins. Aber ja, ja, ja. Irgendwo hier war so eine Koje von Soldaten. Wer schießt hier wieder auf? Good Game Design, this is not. Ja, die war im Lagerraum, ja. Ach, das war da rechts neben den Toiletten, glaube ich. Echt? Ja, da war Toiletten und ich glaube, hier war noch ein Raum. Echt nicht? Doch. Nee, ach so, in den Toiletten war noch ein Raum. Hier. Nee. Ach da. Ja. I know my conspiracy. Aber wahrscheinlich brauchst du das nachher noch. Wenn er auf dem Rücken ist. Ja, ich brauche das aber auch jetzt. Da oben ist ja noch eins gleich, wenn wir kommen. Vor allem, wenn wir den einen Soldaten platt haben, kommt wir der wissen nächste. Ja nicht, wo sie danach hingeht. Ja. Das hier lief gerade so gut. Da bin ich nie optimistisch, dass es nochmal so gut klappt. Hast du dich irgendwie so hingehockt und. Dann geht nämlich die Tür jetzt auf. Dann kommt aber von hinten vielleicht auch noch einer. Ja, und dann wissen sie aber nicht mehr, dass du da bist, weil du. Ja. Was steht denn da? Weil jetzt. Ja, bevor der andere kommt. Dass sie dich trotzdem so oft treffen, ist wirklich. Jetzt muss ich jetzt schon das Medpack nehmen. Das muss ich gerade erst nachdem ich die anderen beiden noch gekillt habe nehmen. Natürlich sind sie jetzt beide da. Oh. Ich weiß aus. Ah, er muss auch nachladen. Ja, das ist immerhin fair. War gar kein so großer Schaden. Na, ja, stimmt. Hier war nie was, ne? Ihr müsst doch, das ist der Bossraum, ihr müsst doch ein Medpack liegen, ey. Da rechts ist aber reingegangen. Da ja, links? Da war ich dran, ja. Hier ist, glaube ich, einfach nichts. Liegt ein Checkpoint, das wäre auch. Ich finde gut, dass der Captain so viel sehen kann. Aber vielleicht ist das ja so, ich weiß es nicht. Ich war noch nie Captain. Mich interessiert es nicht. Okay, so. Das ist nicht so große Schiffe. Bevor ich die Tür aufmache, nehme ich jetzt Medpack. Auch vor allem über Instrumente. Ja, super. Aber das Medpack war ja gerade gar nicht das Problem. Das war hier drin, oder? Wie geht's da noch weiter? What? Ah, nee, hier ist drin. Das Ding. Aber das Medpack ist dann da hinten links? Hinten rechts. Da. Und dann nach links gehen. Links und da in der Ecke. Ja, stimmt. Da steht's. Das ist aber nur so ein Spray, ist das, nee. Das ist kein Pack. Das waren Granaten! Ach so, das sind Granaten. Die Granaten. Hier ist ein Medpack noch! Ah ja, da war das. Okay, dann habe ich vorhin nicht das Medpack gesehen, sondern die Granaten. Okay, ich wünsche mir Glück. Und jetzt gleich links, ja, und rechts. Ich glaube, der eine kommt auf dich, der? Ja, ja. Nee. Okay, jetzt vor. Jetzt nach vorne laufen, genau, wo ist sie? Wo ist es nach unten? Ich will keinen Weg nicht. Ja. Nee, sie geht rechts. Nee, sie geht in die andere Richtung. Nein. Doch. Nein. Doch. Achso, hier mal zu rechts. Ah, jetzt ist sie wieder tot. Nein, ist sie nicht. Doch. Nein, schmeiß eine Granate. Da ist keiner. Was? Fuck off. Witch hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Da ist er. Ja, sehr gut. Wie geht's hier lang? Warte, lauf nicht so weit vor. Was? Nein. Darfst du nicht so weit vorlaufen? Die andere Richtung.
Okay, sie ist da. Wasser. My butt clenched like all hell. Vielleicht Speicherpunkt. Ja! Ja! Oh mein Gott. Egal, töte mich doch. I don't care. Boah, was für eine asoziale Scheiße. Da war es gerade echt dieser eine Holy fucking crap. Typ wieder. Ja. Dass sie echt noch einen Typen dahinstellen, ne? Das ist nicht in Worte zu fassen. Aber dann kam der eine Typ doch, war dann einer, den du vorher vergessen? Nee, ich glaube, das war der. Wir sind auch vorhin so, nicht eine so, Treppe ja, runter, ja, sondern es okay. sah halt sehr identisch aus. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Ach, Zeit noch, cool. 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 Hurry. Schützen Sie Ihre wo ist sie denn? Da. Okay. Was denn schützen Sie für? You'll have to clear the way. Dann muss ich wieder den Crane operaten. Musst du da überhaupt lang? Ja, ja, hier da unten. Da. Da ist der Crane Operator. Ja, da ist das schon die Raketen operating. Nicht schlecht. War ich kurz beeindruckt. Ja. Aber ich habe keinen Helf mehr, deswegen, wenn das klappt, würde ich mich wundern. Ich will jetzt echt einfach noch wieder am Start. Wahrscheinlich der Spot. Ist das schon? Kannst du mal hinkommen, du? Launch Sequence has started. Ey, wir gehen jetzt einfach nicht. Oh nein. Oh, krass, oh, von allen nein, Seiten. Oh nein. Oh, ich hasse Videospiele. Genau. Ich ruckel jetzt auch noch wieder so. Ja. Ist ja nur eine Atomrakete, da kann man ruhig mal Feuergefecht zwischenführen. Da steht sie! Ja, mach schnell. Dauert eine Minute, fuck you! Du sollst Schmiere stehen. Explodiert. Sie ist tot. Oh. Kara, wir vermissen dich. Fuck, Kara. Ja, ey, was Alter, wie du das. Oh! Oh Mann. Ja, kann ich jetzt schneller. Jetzt gibt's wieder den. Oh nein! Bei diesem Game Over Screen dauert es zu lange. Du schießt sie im Zweifelsfall. Ja, wirklich. Boah, ich hab Kopfschmerzen, ey. Ich hab nie Kopfschmerzen. Conspiracy hat mir Kopfschmerzen bereitet. Ich hab auch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich nicht, mir geht's gut. Du hast dort ein Eis, das liegt da. Das stimmt, ich hatte ein hervorragendes Eis vom Asiaten. Asiateneis. So. Nicht. Okay, hatte. Die spawnen erst, wenn wir nicht mit den anderen im Kampf sind, kann das sein? Toll! Ist das spawn? Jetzt kommt es auch. Hä? Boah. Jetzt. Ein Scheißspiel. Neue Erkenntnis. Conspiracy ist ein Scheißspiel. Da liegt aber bestimmt auch noch irgendwo was. Hier müsste eigentlich was sein. Das ist doch keine Pfannen hängen, wo man gegenschießen kann, das ist immer Mist Opportunity. Der hat schon wieder auf sie geschossen, ne? Ja, ja. Wehr dich doch mal! Boah, wie sie da oder steht. Versteck dich. Einfach einen Schritt zur Seite würde mir persönlich schon reichen. Ab jetzt muss dieses Spiel in jede schlechteste Escort-Mission-Liste rein. Ja, GoldenEye gab es auch so eine schöne. Was? GoldenEye. Die Escort-Mission. Das war mit Natascha. Die war auch nicht gut. Es gab ja gerade einen ganz interessanten Artikel von Kotaku, oder gerade erst, keine Ahnung, ich habe ihn gerade erst gefunden, ja? Wo es um die Wortbedeutung von Nintendo geht. Und wo sie sich tatsächlich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben, mit dem Team, und versucht herauszufinden, was Nintendo tatsächlich heißt. Und es gibt keine offizielle, richtige Benennung. Also dieses Überlass sein Schicksal dem Glück oder sowas gab's. Nee, dem Himmel war mal ganz früher, lief Luck to Heaven. Also das ist es nicht. Ich habe hier den Ambassador 3DS und da steht ja Nintendo als in japanischen Schriftzeichen ja. drauf. Und da steht, glaube ich, auch, was das bedeutet. Und das war halt irgend sowas. Ja, es gab die, oh Gott, wie waren das? Safe Place für vor. Oh Gott, wie hießen denn diese japanischen Spielkarten, mit denen sie angefangen haben? Hufanda? Hufada? Oh, keine Ahnung. Hä? Hast du gesagt? Ja, ich hab Mufasa gesagt. Ja, Mufasa-Karten. Hufanda? Hufada?
Okay, jetzt mit dir hier. Boxst du gerade, sehe ich richtig? Da ging die Theorie, dass das sicherer Platz für diese Spielkarten, weil Nintendo hat damit angefangen hat tatsächlich. Und irgendwie haben sie wohl auch versucht, von Nintendo eine offizielle Stelle, und dann hieß es, ja, kann durchaus sein, wir wissen es auch nicht mehr so hundertprozentig. Lebt keiner also mehr es von gibt, damals. Es gibt keine richtige und keine falsche so richtig. Ja. Ganz vorne waren wir. Jetzt geht sie da hin. Also musst du jetzt eigentlich alle ausschalten. Ich habe gerade schon fast alle getötet, die damals da waren. Das heißt, jetzt kommen noch die neuen. Aber irgendeiner hat es ja gerade gerufen. Oh. Willst du mich? Ja! Fickt euch! So, und jetzt kommen doch wieder welche. One minute. Ja, auf dich sollen sie ruhig schießen. Ja. Aber ich will nicht sterben. Irgendwas ist immer. Das war vielleicht. Oh. Na gut. Komm hier, das war jetzt schon eine Videospielminute. Ja. Wirklich? Nein. Wie soll das gehen? Du sie als Deckung benutzt. Da steht sie gleich selbst. Ja, nicht einzig. Ich weiß, es ist eine echte Minute. Ohne Witz, es geht nicht. Ich sehe nicht, wie das geht. Ist bestimmt nur ein Medkit. That's it. Missile deactivated. Oh, Nicole? Thanks. Nicht schießen. Ja! 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 Mission abgeschlossen. Ja! Alter Robin, ja, ich Hydra ist ausgelöscht, das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben die Welt gerettet, das haben sie wirklich gut gemacht. Jetzt kurz. Fortschritt speichern. Oh. Kommt jetzt die extra Mission, die geheime? Auf Mass Destruction? Ja, ich meine, wir wollen. Was, wenn jetzt der Abspann kommt, wäre das sehr lustig, ja. CG-Abspann. Ja. Da ist der Satellit, hey, cool. Ja. Cool, das war's dann. Danke. Was ist los? Was? Ich weiß nicht. Du warst nicht ehrlich mit mir, oder? Natürlich waren wir das, Cole. Die Agency arbeitet für die Sicherheit aller. Du hast heute deinen Job gemacht. Das alles ist Teil eines viel größeren Plans. Die Agency schützt jeden. Ob es ihm gefällt oder nicht, gehen wir. Was? Ob es ihm gefällt oder nicht, gehen wir. Wird jetzt alles weggebombt, einfach. Weapons of Mass. Oh fuck, ja, die Weapons of Mass Destruction vergessen. Spiel ist vorbei. What? We miss you, Cole. Ja. Hey, oh Agency. Nein, die waren die Bösen wohl doch. Wo ist da doch vorher schon? Snake Eater. Was für eine Scheiße. Ja. Das war schon ziemlich schlecht alles. Alter, ey. Aber immerhin noch ein Spiel, was wir hier durch. Dafür bin ich heute Morgen aufgestanden. Was für eine Videobearbeitung. Auch Phil Morris, du, richtig gute Arbeit. Sprachausgabe, Phil Morris hat alle gesprochen. Oh mein Gott. Das sind bestimmt alles nur Synonyme hier. Nicht Synonyme. Kuju Entertainment kennt ihr irgendwoher. Wir danken. Was meine ich denn gerade für ein Wort? Nicht seinen richtigen Namen benutzt. Kann man einer Jim Scott googeln? Nee. Oh, bin ich stolz gerade. Jetzt auch nicht. Nee. Ich bin so stolz, dass ich es geschafft habe. Ja. Das war so knapp am Ende. Ja. Meine Herren, ich glaube, das ist voll. Also, was schlechte Spiele angeht, ist das schon auf so einer Scheißigkeitsskala relativ weit oben dabei. Sollen wir den Schläger der Gerechtigkeit anmachen? Was ist das? Ich glaube, es ist einfach nur. Mach mal den Gott-Modus an und lauf noch einmal durch dein Lieblingslevel. Welches ist denn mein Lieblingslevel? Ich fand diese Eisnummer mit dem Raketenwerfer war schon richtig gut. Das, boah, guck, das ist ein gutes Videospiel. Das würde ich auch geben. Vielleicht zeige ich das zu mal. Also als Beispiel für richtig gute Videospiele. Das hat doch jetzt eine insgesamt Dauer gehabt von 4 Stunden vielleicht? Gefühlt ein paar Jahre, weil wir so viel Pause dazu haben. Weil wir ja nicht eine Stunde brauchen. So, warte, dreh dich um. Da kommt der Typ. Wir haben zuerst noch so angeguckt. So, und, dann schießt er dir sofort mit einem Raketenwerfer ins Gesicht, ey. Oh, aber du bist unbesiegbar.
Oh, hätte ich das nicht. Ich dachte, das wäre spektakulärer. Das ist jetzt einfach nur deine Faust, dass du das Leute umboxen kannst? Also bin ich davon ausgegangen, weil das ja so heiß ist. Ja, du bist unbesiegbar und machst jetzt One-Hits mit der Faust, oder? Der größte Arschloch-Agent aller. Surprise! Er hat dieses Surprise kaputt gemacht, indem er einfach Surprise gerufen hat. Oh. War das nicht auch die mit dem Aufzug oder was die davor? Nee, das war die davor. Ja. Aber die war auch schon scheiße, weil man dann irgendwie noch jetzt Booker suchen musste. Ja, das war Conspiracy. Ich glaube, der Deutschland-YouTube-exklusive Walkthrough zu Conspiracy. Yep. Rebels of Mass Destruction. Endlich haben wir das zu Ende gebracht. Ich habe also gefragt. Es gab Emotionen, das kann man im Spiel nicht abhaken. Nee, das stimmt. Und du kannst jetzt auf deiner Achievement-Liste abhaken. Alter, ich bin gerade wirklich. Ich habe gerade wirklich die Controller weggeworfen und stand dabei. Ja. Sei mal froh, dass wir dich immer noch ermutigt haben, dass du das noch weiterspielst. Wirklich, ich war so vorbei, ey. Du hättest heute Abend hättest du dich in Schlaf geheult, weil. Ach mal, und warum sowieso nicht überhaupt? Krass, dass das so weit nach oben gesprungen ist. Auf dem Teppich, ja. Naja. Na gut. Bis zum nächsten schlechten Spiel. Auf Wiedersehen. Das ist ein Max-Spiel. Das ist mir schlecht. Wollen wir schaffen, was nie. Halt die Schnauze!